So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch der Pterycinosaurus von Mattel zu Jurassic World Dominion oder wie ich immer sage, Jurassic World. Du kannst es dir nicht ausdenken. Übrigens, alles, was ich hier sage, ist nur meine Meinung, muss nicht eure sein und das ist auch vollkommen okay so. Ich möchte auch in diesem Video überhaupt niemanden, kein Jurassic Park und kein Jurassic World Fan beleidigen oder kleinreden oder sonst irgendwie was. Nein, um Gottes Himmels Willen, es geht hier um Dinosaurier und ich glaube, das verbindet uns doch eigentlich, oder? Ja, ich gehe nur nicht ganz konform, was die menschlichen Geschichten, die Handlung drumherum angeht. Die finde ich einfach zum Himmelschreien blöde. Aber nochmal, nur meine Meinung. Okay? Also behaltet es immer im Hinterkopf, wenn Rupi über Jurassic World schimpft. Uns verbindet die Liebe zu den Dinosauriern. Ich mag Dinosaurier, aber ich mag nicht die Filme. Da können aber die Dinosaurier von Mattel und Co. nichts dafür. Darum, ja, den einen oder anderen hole ich mir nach wie vor. Ich unterstütze dadurch zwar das Franchise, aber irgendwas ist halt immer, ne? Ich habe schon ein paar Mal versucht, den ersten und den zweiten Jurassic World anzuschauen, aber ich musste immer wieder abschalten, weil das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Ne? Die Zeit, wo du einen Blockbuster anschauen konntest und das Hirn abschalten, das ist vorbei. Weil du so viel himmelschreienden Blödsinn siehst, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich glaube, ich bin irgendwie zu alt für den Scheiß. Denn es arbeiten immer noch ein paar Gehirnzellen, während man etwas anschaut. Und ja, tut mir leid, bei Jurassic World 1 und 2 bin ich raus. Und der dritte, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, das, was ich bisher davon gesehen habe, ne, Trailer, deren Inhalt nicht mal im Film vorkommen, politische Aussagen, Tiere, die reagieren wie kein Tier, egal wie alt sich jemals verhalten hätte, eine hirnlose Hauptfigur, die, ja, ich streck die Hand aus und die Dinos bleiben zurück. Du kannst es dir gar nicht mehr ausdenken. Unfassbar. Ein Dino-Film, bei dem Dinos zu Nebenfiguren werden. Trailer, die Zuschauer belügen, etwas vormachen, was nicht ist. Eine politische Agenda, für die man sich in ein paar Jahren zu Tode schämen wird, da komplett unnötig und hirnverbrannt. Grinsende Dinosaurier etc. Möchte ich sowas sehen? Nein, möchte ich nicht. Also dieser ganze Kladderadatsch, komm, geh weg. Interessiert mich null, aber nochmal. Ich komme wieder zurück auf das, um was es eigentlich geht. Es geht um Dinosaurier und ich mag Dinosaurier. Und auch Mattel hat hier gnadenlos gute Dinger rausgehauen. Spielzeugträumchen, wo ich auch diesen Pterycinosaurus dazuzähle. Und um den geht's heute in diesem Video. Denn als ich den zum ersten Mal sah, ich habe ihn schon ein Weilchen da, ich komme jetzt erst dazu, den auszupacken, dachte ich mir, was? Schleich macht auch Actionfiguren? Weil, ja, Leute, sorry, aber die Ähnlichkeit zum Pterycinosaurus von Schleich ist hier unübersehbar. Also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, ja, da haben sich die Macher von Mattel sehr von Schleich inspirieren lassen. Ich werde es euch hier in diesem Video auch noch zeigen. Wenn nicht, ja, dann wäre das schon extremer Zufall. Denn wann erschien der erste Jurassic World Film? 2015. Das heißt, Mattel hatte auch schon Vorlauf. Die wissen, aha, dann und dann erscheint dieser Film. Wir brauchen Merchandise. Die und die Lizenzen werden vergeben. Okay, komm, machen wir Dinosaurier. Das heißt, die fingen selbstverständlich lange Zeit, bevor der Film in die Kinos kam, schon während der Entwicklung an, mit Figuren zu produzieren. Denn so ein Produktionsweg dauert ein bisschen. So, der erste Pterycinosaurus von Schleich mit der Nummer 14529, das war dieser orange-bläuliche, erschien bereits 2014. Skulpturiert, man sieht es am Copyright, wurde der schon 2013. Das heißt, der Schleich-Pterycino war auch schon da. Ein paar Jahre später haben sie nochmal neu aufgelegt, in dieser eher schwarz-grau mit Rot-Bemalung. Und das sieht man halt hier an diesem Mattel-Modell überdeutlich. Natürlich haben sie das Mattel-Modell noch ein bisschen verfeinert. Ich meine, es ist ja auch keine Kunst, etwas zu nehmen, was schon da ist und noch ein bisschen, ja, was draufzusetzen. Aber es wurde, wenn er mich fragt, eindeutig von Schleich inspiriert. Und was dabei rausgekommen ist, ist klasse. Ja, über die Bemalung kann man sich streiten, aber das Modell, die Skulptur an für sich, ja, die ist schon, das möchte man gerne in seiner Sammlung haben, wenn man Dinosaurier mag. So, und dieser Pterycinosaurus mit Zaun kommt hier in der Verpackung.
mit einer Länge von 38 cm, einer Höhe von ca. 29 und einer überraschend geringen Tiefe von gerade mal 8,5 cm. Sollte man gar nicht glauben, denn das hier ist schon echt großes Teil. Er ist auch relativ teuer, ja, zu teuer, wenn er mich fragt. Ihr zahlt ja meist über 40 Euro momentan, ihr habt es aber auch hier und da schon bekommen, wo eine 3 davor steht. Aber auch das ist eigentlich immer noch ein bisschen drüber, aber komm, was ihr hier kriegt, ist bombig. Auch die Möglichkeiten der Beweglichkeit, was ihr hier habt, der Sound etc., klasse Teil, das schauen wir uns heute hier mal in diesem Video an. Ja, kurzer Blick auf die Verpackung und dann geht's ans Unboxing. So, der Hintergrund wurde hier wirklich spektakulär designt, links haben wir einen T-Rex. Rechts oben fliegt auch noch ein Hubschrauber durch die Gegend. Leitungen, Bäume, Berg im Hintergrund. Sehr stimmungsvoll in den dunkelblauen Wolken. Wir sehen hier auch schon mal die Action vom Terizinosaurus. Er hat Sound, hier auch eine Try-Me-Funktion, hat eine Chipkarte auf dem Buckel. Und wir können es natürlich wieder zum Leben erwecken mit der App. Hier auch noch eine Abbildung, wenn man den Schwanz bewegt. Bewegt er entsprechend das Vorderteil. Hier natürlich das Logo Jurassic World Dominion. Sound Slashing Terizinosaurus. Hier nochmal die Action angedeutet. Also idiotensicher. Ab 4 plus das Ganze von Mattel. Und ihr seht, wie schmal die Verpackung hier ist. Das ist echt der Hammer. Der T-Rex auf der Seite. Der Pyroraptor oder wie er heißt. Sieht spektakulär aus. Auf der Rückseite. Hier oben heißt es dann auch Klauenangriff. Genauso wie hier auf der Seite. Klauenangriff. Jump-Funktion, zuschnappen und hier seht ihr das Ganze schon mal in Bewegung und hier halt nochmal, ne, der Code und die App zum Freischalten, ganz einfach scannen. Dann hier unten noch die üblichen Verdächtigen und hier unten wieder das Ganze zum Herausklappen, falls die Dinos unten angeschraubt sind, was hier nicht der Fall ist. Ne? Ihr findet aber im Boden auch noch eine Beschreibung zu diesem Terizinosaurus. So, wenn ihr die Figur bekommt, sollte hier dieses Plastikteil drinstecken, damit die Batterien ein bisschen geschont werden. Ja, schon ganz langes Band, was hier drin steckt. Und ihr werdet lachen, das schmeiße ich nicht weg, denn wenn ich die Figur nicht benutze, dann stecke ich das immer hier unten wieder rein. Ja, ansonsten müssen wir hier nur diese Gummi-Twist hier lösen, dann kommen wir auch schon an unseren Terizinosaurus dran. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Und halt, Moment, natürlich hier unten auch noch eine Befestigung. Hier auch nochmal durchschneiden. Und schon könnt ihr ihn herausnehmen. Seht ihr ja nochmal ein bisschen besser den Hintergrund. Und wie schon gesagt, eine Beschreibung. Gerade ja, Batterien wechseln etc. findet ihr hier unten noch drin. Könnt ihr dann hier aufklappen. Ist jetzt in meinem Fall nicht unbedingt nötig, ne? Okay. So, dieses Plastikteil lasse ich noch drin, aber es ist elendlang. Ich schneide es immer ab. Zack. Und ich kann euch empfehlen, oder ich würde euch empfehlen, behaltet es, denn ihr könnt es rausziehen und auch immer wieder reinstecken. Einfach vorsichtig drücken und ihr kriegt es wieder rein. So schont ihr eure Batterien, okay? Denn so wie es aussieht, sind hier Knopfzellen drin und die dauernd auswechseln, nervig. So, okay. So sieht er aus, der gute Terizinosaurus, wenn man ihn aus der Verpackung geholt hat. Er müsste auch stehen können, ohne dass er sich vorne an seinen Klauen aufstützt. Aber ich mache jetzt mal was, ne? Ich stelle ihn einfach mal daneben. Den Terizinosaurus von Schleich und komm, die Ähnlichkeiten sind also wirklich so frappierend. Wem das nicht auffällt, dem kann ich eigentlich auch nicht mehr helfen. Aber wir gehen hier mal kurz ins Detail. Fangen wir mal an mit dem Kopf. Und ja, ich halte den drunter. Was fällt euch auf? Die Ähnlichkeit ist halt grandios. Die Maulspitze beim Schleich wurde noch ein bisschen schnabelartiger gestaltet, als man es hier sieht. Aber ihr seht die tiefliegenden Augen, auch die Federn am Unterkiefer, die Kuppen über den Augen, auch die Gestaltung vom Hals, natürlich bei Mattel farblich ein bisschen anders gelöst. Dann der Blick auf die Sichelklaue hier unten, auch sehr, sehr ähnlich. Auch was die Arme angeht, natürlich hat es Mattel noch mit den Federn ein bisschen verfeinert. Schleich hatte das nicht. Dann natürlich auch deutlich der Schweif, der Schwanz mit den Federn, wie das hier so ausläuft. Auch das seht ihr so bei Schleich. Lasst euch durch die Bemalung nicht täuschen, ne? Und hier haben sie es halt, was die Federn angeht, noch ein bisschen dichter gemacht, feiner. Ich sag ja, sie haben es überarbeitet.
Aber wenn ihr halt beide Figuren direkt nebeneinander seht, wisst ihr schon, was ich meine. Man hätte den Schleichterizin noch ein bisschen kippen können, dass der Schwanz auch eher waagrecht steht und ihr hättet im Prinzip exakt genau die gleiche Figur. Natürlich von Mattel, ich sag's nochmal, verfeinert, mehr Details. Bin aber nach wie vor sehr davon überzeugt, dass sie sich davon ganz einfach haben inspirieren lassen. Ist da auch nicht schlimm, ist da absolut okay. Aber ihr werdet mich verstehen, wenn ich die Figur sehe und denke, oh, Schleich macht also auch Actionfiguren. Ne? Also, das ganz einfach, ganz kurz dazu. Wie schon gesagt, das hier ist die zweite Auflage. Es gab noch die erste Version, die war eher so orange-blau. Und den zweiten haben sie hier in grau rausgebracht. Und das kommt der Mattel-Umsetzung halt noch ein bisschen näher. Und dann vor allem halt auch das Rot, mit dem sie hier gearbeitet haben. Das ist halt mehr als auffällig. Und ihr seht, wenn ich den Terizinosaurus und Mattel noch ein bisschen mehr so in die Pose bringe, wie Schleich, dann wird die Ähnlichkeit eigentlich umso deutlicher. Ne? Das wollte ich hier einfach mal festhalten. Ich finde es halt einfach sehr interessant, witzig, was einem so alles begegnet. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Mattel-Terizino, der hier, wenn er so aufrecht steht, eine Höhe hat von 28,5 cm und auch eine Länge, also einfach nur quer gemessen, von 38 cm in dieser Pose. Also eine richtig schöne, große Skulptur und wirklich beeindruckend. Ich sag ja, ich habe den gesehen und wollte den haben. Ja, das ist eine großartige Actionfigur. Klasse, dass Mattel das so rausgebracht hat. Ja. Ja, wenn ich ihn so waagrecht stelle, dann hat er eine Höhe von gut 23,5 cm. Die Länge kommt dann hier auf knapp 40 cm, wenn ich die Arme hier komplett ausstrecke. Ja, dann lasst uns mal die Details hier anschauen. Denn auch die sind wirklich fantastisch geworden. Das Auge haben sie hier orange bemalt mit einer schmalen schwarzen Pupille. Die ist so leicht geknickt, gefällt mir sehr gut. Ihr seht den Höcker um das Auge herum. Das Auge sitzt richtig schön tief drin. Kann er überhaupt nach vorne gucken? Ja, er guckt uns an. Fantastisch gemacht. Der Blick ist auch klasse, vor allem wenn das Maul dann entsprechend geöffnet ist. Ja, also er ist ein Träumchen. Kannst du nochmal sagen, ich schwärme hier in den höchsten Tönen. Die Nasenlöcher haben sie nicht vergessen, hier vorne. Bei Schleich war das etwas mehr Vogelschnabel-ähnlich gestaltet, hier nicht ganz so, aber man sieht halt einen klaren Absatz. Ne, dieses kleine Dreieckchen hier vorne. Man hat hier auch weniger Schuppen, sondern eher so eine knochige, mit Haut überwachsene Struktur. Man sieht es hier an den Streifen, am Unterkiefer sieht man sehr schön die kleinen Federchen, die hier abstehen. Die Zähne gucken durch, das Maul kann man nicht ganz schließen, man sieht die Zähne immer ein bisschen, aber das macht's halt aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Kiefer unten wurde auch angedeutet, Kieferknochen und auch eher so in Streifen skulpturiert. Man sieht hier das Gelenk, von oben kann man das auch angucken, wirkt alles ein bisschen ledrig und hinter den Augen geht's dann auch schon mit den winzigen Federchen los. Ja, auch von dieser Seite, das Muster gefällt mir hier wirklich, wirklich gut. Wir haben hier eigentlich ein ganz, ganz dunkles Blau, was schon fast in Schwarz übergeht. Dann haben wir hier so ein Bundeswehrgrün, der weiße Streifen, sehr, sehr, sehr reizvoll. Und auf dem Buckel haben wir hier, ja, dieses Rostrot, wie wir es halt auch bei Schleich sehen, ne? So, ich öffne mal das Maul. Hier sehen wir auch innen alles in einem Altrosa bemalt. Auch die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer kann man hier schön sehen. Die Zähne haben sie in einer Cremefarbe bemalt. Nicht ganz weiß, was mir auch gut gefällt. Alles schön stimmig, passend. Und der Gesichtsausdruck mit dem geöffneten Maul ist halt nochmal eine Runde besser. Hier natürlich am Kiefer entlang vertieft, damit die oberen Zähne reinpassen. Aber alles wirklich gut gemacht. Super Skulptur. Den Kopf können wir übrigens auch bewegen. Er kann ein bisschen schräg schauen. Auch das sehr, sehr, sehr reizvoll. Ihr könnt auch ordentlich drehen, so wie es euch halt am besten gefällt. Ihr könnt ihr aber keine 180-Grad-Drehung machen. Ja, das könnt ihr vergessen. Ist aber auch nicht wirklich nötig. So, dann hier geht es dann schon los mit den Federchen. In der Mitte stehen sie ein bisschen höher. Seitlich liegen die dann eher flach wie Ziegel übereinander. Das Rostrot sehr kräftig drüber gemalt. Zur Seite
läuft es aus. Ja, manche finden es reizvoll. Ich finde, es hat so einen verschmierten Charakter. Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir noch so ein ganz leichtes Dunkelbraun, was hier so in Streifen so ganz grob aufgetupft wurde. Man sieht es kaum, aber wenn die Figur vor euch steht, fällt euch das schon auf. Die Federn wurden hier übrigens alle so skulpturiert, als ob sie nass wären. Ja, also liegen eher alle eng nebeneinander, nicht ganz so breit gefiedert, wie man es hier teilweise auf dem Rücken sieht. Ja, das sind immer richtig breite Federn seitlich, laufen die ein bisschen enger nebeneinander her, was mir aber auch sehr gut gefällt. Nach vorne geht es dann wieder über in eine Hautstruktur. Auch schöne Details, die ihr hier sehen könnt. Auch Adern, die hier am Hals entlang laufen. Ja, also wirklich gut gemacht und mit dem weißen Streifen am Rand sehr, sehr, sehr reizvoll umgesetzt. So, jetzt muss ich direkt mal schauen. Es könnte sein, dass die Skulptur gekontert wurde. Das heißt, es sieht so aus, als wäre eine Seite nur einmal skulpturiert worden und dann hätte man es hier gespiegelt. Aber nee, das hier spricht eine andere Sprache. Das wurde schon rundherum skulpturiert. Also auch das ein dickes Plus für diese Skulptur. Props an Mattel. Sehr gut. Nee, also wurden tatsächlich beide Hälften extra skulpturiert. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Also, ihr seht ja in der Mitte eher breitere Federn, dann werden die ein bisschen schmäler und gehen hier dann letztendlich in so eine ledrige Hautstruktur über. Das Ganze natürlich durch ein paar Parts unterbrochen. Habe ich mir lange überlegt, soll es mich stören oder nicht, aber nee, es hat schon einen schönen Übergang. Das kann man schon echt anschauen. Überlegt doch mal, wir haben hier den Kopf, also das vordere Teil vom Kopf, dann kommt hier der Übergang zum Hals, das ist ein extra Teil, dann klarer Übergang der Hals, dann der Brustbereich, dann die Hüfte, Bauch und der Schwanz und hinten wurde auch noch mal ein Stückchen Gummischwanz angesetzt. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parts im Prinzip. Plus Arme und Beine. Das ist schon krass. Aber dadurch wird er halt auch extrem beweglich. Also hier auf jeden Quadratzentimeter einzugehen, das wäre ein bisschen zu viel. Da würde das Video viel zu lang werden. Ist ja jetzt schon viel zu lang durch meine Vorrede. Aber sorry, musste ganz einfach sein. Dann hier auch eine nette Struktur zu erkennen. Streifen, die hier seitlich entlang laufen. Muskeln, Adern, wie auch immer ihr das interpretieren wollt. Der Arm, deutlich das Gelenk selbstverständlich zu sehen. Schön muskulös gearbeitet. Hier auch sehr reizvoll die Federchen, die hier seitlich noch weggehen. Bombig. Dann geht's hier in die Finger rein mit den langen Sichelkrallen. Auch die haben hier noch eine Struktur bekommen. Schön der Übergang von dem Schwarz so leicht gesprenkelt, wie das hier in dieses Beige reingeht. Ich möchte hier gar nicht grau sagen. Die Innenseite der Hände auch noch skulpturiert. Feine Details, wie man hier sehen kann. Und auch die Federchen von innen alles skulpturiert. Die Arme, denke ich mal, haben sie gespiegelt. Bin mir nicht ganz so sicher, aber wie es aussieht, könnten die gespiegelt sein. Fällt aber nicht auf, ist wirklich gut gemacht. Ihr seht die Seite im Prinzip, wie ihr es gegenüber schon gesehen habt. Die Schenkel sind interessant, denn sie haben nur vorne Federn. Hinten wird das Ganze wieder eher hautmäßig. Sieht richtig ledern aus mit einigen Streifen, Strähnen. Mir fehlen hier ein paar angedeutete Muskeln. Das haben sie hier eher vernachlässigt. Es hat ein paar Unebenheiten, aber ja, das ist eher den Federn geschuldet. Dann hier extrem massive, dicke Waden. Auch hier nette, unterschiedliche Strukturen zu sehen. Klasse. Dann hier auch sehr schön der Farbübergang. Gefällt mir gut. Und hier läuft es halt wieder in diese vogelähnliche Beschuppung der Zehen aus. Die Krallen haben sie leider Gottes nicht extra bemalt, aber ja. Ne? So, die Innenklaue hat man selbstverständlich auch nicht vergessen, aber auch nicht bemalt. Hier unten dieses Mal kein Kot zu finden. Hier nochmal der Jurassic-Schädel. Hier sieht man übrigens auch noch den Lautsprecher. Schön, dass das hier so ein bisschen geschwungen ist und nicht so grafisch mit Punkte oder irgendwelche gerade Streifen. Mir gefällt das Geschwungene tatsächlich besser. Ja, hier unten auch die Struktur nicht vernachlässigt. Hier läuft auch dieses Grün hier aus. Also kein softer Übergang in dieses dunkle Blau. Hier überall diese braunen kleinen Flecken zu sehen. Sehr reizvoll. Ja, dann habe ich halt den derben Übergang zu seinem Schwanz. Man sieht hier auch einen kleinen Farbunterschied. Das Blau hier ist fast ein bisschen kräftiger als das Gummi. Das kriegt dann eher so ein bisschen Graustich. Aber was man hier halt wunderbar sehen kann, ist die Struktur der Federn. Also auch sehr reizvoll skulpturiert. Die Federn hängen hier auch über, denn hier unten haben wir wieder eher so eine faltige Hautstruktur.
das Batterienfach und ihr seht halt richtig, wie die Federn hier drüber hängen. Ja, also sehr, sehr reizvoll gemacht, klasse, ganz klar von Schleich inspiriert. Da brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber diskutieren. Das hier hinten, wie schon gesagt, aus Gummi, damit hier nichts brechen kann, schon gut. Die Füße etc. sind aus Plastik, aber die Krallen hier vorne, die Hände, haben sie wieder aus Gummi gemacht, damit da einfach nichts passieren kann. Ich würde gerne näher auf die Details eingehen, aber wie schon gesagt, das Video würde utopisch lang werden. Darum, ich möchte es mal hier belassen. Wir haben hier den Code. Hier haben sie ein bisschen ausgespart, damit man einfach mit dem Finger reingreifen und es hochziehen kann. Hier seht ihr den Code. Könnt ihr euch gerne mit dem Handy scannen. Dann wird der Therizinosaurus hier lebendig. Auf der anderen Seite haben wir nichts drauf, wieder nur den Jurassic-Kopf, können wir wieder reindrücken. Also es liegt gut an, aber wir haben halt hier die Aussparung. Kann einen stören, aber gut, wenn er so seitlich vor euch steht, stört es nicht wirklich. Dann seht ihr hier auch einen kleinen Knopf. Ja, man sieht es kaum, aber hier kann man tatsächlich runterdrücken. Und wenn ich hier drücke, dann bewegt sich hier der Kopf nach vorne und macht diese Beißattacke. Ne? Es öffnet sich das Maul und der Kopf beugt sich halt nach vorne. Was mir hier tatsächlich besser gefallen hätte, wäre, wenn er in der Bewegung, wenn der Kopf dann noch ein bisschen so vorgeht, ne, so ein bisschen so leicht nach vorne und nach vorne beißt, so geht er halt ganz einfach runter wie so ein Hund. Das, naja, flasht mich jetzt nicht ganz so. Mir hätte es gefallen, wenn der Kopf sich eher so ein bisschen waagrecht gestreckt hätte und er richtig nach vorne beißt und nicht nur nach unten. Aber ja. Auch das ist Geschmackssache. Die Arme, wie schon gesagt, haben Gelenke, könnt ihr bewegen nach oben, nach unten. Ihr könnt es nach außen drehen, ja, damit er so richtig von außen reinhauen kann. Super beweglich. Auch am Ellenbogen mehr oder weniger noch ein Gelenk, was ihr zusätzlich nochmal verdrehen könnt. 360 Grad, das ist super. Und auch die Hand hier vorne könnt ihr drehen. Ihr könnt es einklappen. Schaut euch das an. Ja, also beweglich ohne Ende, was die Klauenarme hier angeht. Super. Also ihr könnt hier eine saucoole Action machen. Tolle Actionfigur. Ne? Die Beine selbstverständlich sind auch beweglich. Man kann sie so ganz leicht nach außen klappen. Die Knie kann man hier bewegen. Ja, nach links und nach rechts. Nach vorne, nach hinten etwas. Das hier ist möglich, sogar bis auf den Buckel. Aber durch die beweglichen Knie kriegt ihr einfach einen besseren Stand von eurem Therizinosaurus hin. Ja? Die Füße unten könnt ihr nicht extra bewegen, auch wenn sie hier anmontiert wurden. Die sind in diesem Fall nicht beweglich, ist aber auch nicht nötig. Ne? Ich habe halt bei ihm ein bisschen die Befürchtung, wenn er zu sehr durchbewegt, zu sehr bespielt wird, dann können die Gelenke unter Umständen sehr locker werden und er klappt euch zusammen. Weiß ich nicht. Ne? Ich werde es nicht bespielen. Für mich ist es halt ganz einfach eine Aufstellfigur, der halt einfach nur gnadenlos aussieht. Ne? So, jetzt hören wir uns natürlich auch noch die Sounds an. Dazu mache ich einfach das kleine Ding hier wieder raus. Und ihr werdet hören, er fängt hier gleich an zu brüllen wie blöde. Also, wenn ich hier drauf drücke, wie schon gesagt, der Kopf geht nach vorne und er brüllt. Waren das jetzt drei unterschiedliche Geräusche? Einmal? Zweimal? Ich glaube, es waren drei. So, dann habt ihr auch die Möglichkeit, den Schwanz hier zu bewegen, nach links und rechts. Auch da? Hört ihr Geräusche? Ne, komm nochmal. Ein anderer Sound dazu. Ah, sieht schon cool aus, oder? Wenn das Vieh so vor euch steht, ich finde es sehr, sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, wenn er dann das Maul so leicht geöffnet hat. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, ich werde ihn jetzt einfach noch in ein paar Posen drehen lassen. 360 Grad, wie ihr es gewohnt seid, könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen.
Ich finde es eine saugeile Actionfigur, mit der man wirklich sehr, sehr viel Spaß haben kann. Ob man ihn jetzt durchbewegt oder einfach so ins Regal stellt, das Ding sieht klasse aus. Ja, man hätte hier und da noch ein bisschen, was die Bemalung angeht, spielen können. Ein paar Feinheiten, gerade was die Beine hier angeht, die Füße, die Zehen, die Krallen. Ein bisschen Farbe am Schwanz hätte da auch noch gut getan. Aber die Figur an für sich, geil. Ne? Aber jetzt hier kommt zum Schluss auch noch mal kurz, ne? Schleich. Schaut euch mal das Maul an. Auch das ist im Prinzip genauso gestaltet wie bei unserem Kollegen hier. Was die Zähne, was die Vertiefungen angeht und so weiter und so fort. Darum nochmal Props an den Skulpteur von diesem Schleichterizinosaurus. Du hast es geschafft, Mattel zu inspirieren, ne? Denke ich mir zumindest. Grüße an dieser Stelle. Gut, also dann nochmal viel Spaß beim 360-Grad-Dreh. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay!